Was wäre, wenn Lionel Messi wieder jung wäre und wie würde seine Karriere aussehen? Das finden wir heraus. Dafür spielt er wieder bei seinem Jugendclub Newell's Old Boys. Im ersten Jahr sind die Favoriten auf dem Ballon d'Or Jack Grealish, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und Riyad Mahrez. Und gewonnen hat Riyad Mahrez. Am Ende der Saison hat man nur den 14. Platz belegt, dadurch hat man die Pokale verpasst. Auch wenn Messi keine so starke Saison gespielt hat, 7 Einsätze nur und 2 Tore sind ihm dabei gelungen, hat er seinen Wechselwunsch hinterlegt und will nach Europa. Und es hat sich auch ein Abnehmer gefunden, und zwar FC Barcelona, wie in echt auch. Und hier im Hintergrund seht ihr noch das kranke Team von Barcelona. Zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or gehören Neymar, Mahrez, Grealish und Phil Foden. Und gewonnen hat Neymar. Hier im Hintergrund seht ihr noch das Team des Jahres, vor allem mit sehr vielen Manchester City-Spielern. Am Ende der ersten Saison ist Barcelona auf dem 3. Platz gelandet, musste sich leider den 2 Vereinen aus Madrid geschlagen geben. Und auch im Pokal musste man sich Real Madrid im Achtelfinale geschlagen geben und am Ende hat Villarreal den Pokal gewonnen. In der Champions League Gruppenphase ist Barcelona schon ausgeschieden, da ist man nur auf dem 3. Platz gelandet und am Ende hat Wolfsburg die Champions League einfach gewonnen. Währenddessen ist Barcelona im Viertelfinale gegen Villarreal in der Europa League ausgeschieden. Lionel Messi konnte eine sehr gute Saison spielen. In 52 Einsätzen sind ihm 20 Tore und 7 Torvorlagen gelungen und er ist hoch auf eine 84. Und auch in der 3. Saison spielt er natürlich für Barcelona. Es gibt nämlich keinen Grund zu wechseln. Hier im Hintergrund seht ihr noch das Team, an dem sich eigentlich nichts verändert hat. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in dieser Saison sind Harry Kane, Christopher Nkunku, Heung-Min Son und Vinicius Junior. Und gewonnen hat Heung-Min Son. Dieser ist aber einfach nicht im Team des Jahres vorhanden. Keine Ahnung warum. Dafür ist es etwas durchgemixter diesmal. In der Liga hieß es am Ende nur 4. Platz diesmal. Es war wieder kein Vorbeikommen an den Madrid-Verein. Außer im Pokal, dort konnte man Real Madrid im Finale 2-1 besiegen und damit Lionel Messis erster Titel. In der Champions League ist man leider im Viertelfinale gegen Leipzig ausgeschieden, diese haben im Finale dann aber verloren gegen Atletico Madrid. Lionel Messi konnte dennoch überzeugen, er war absoluter Stammspieler und dabei sind ihm 18 Tore und 14 Torvorlagen gelungen und er ist hoch auf eine 89. Und weil Messi nicht ganz zufrieden war mit der Leistung seines Teams, vor allem international, ist er zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Hier im Hintergrund seht ihr auch noch das kranke Team von Bayern München und damit sind Titel auf jeden Fall möglich. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or sind in diesem Jahr Grealish, Vlahovic, Felix und Phil Foden. Und gewonnen hat Joao Felix. Hier im Hintergrund seht ihr noch das Team des Jahres, sogar mit einigen Bayern-Spielern, aber Messi noch nicht dabei. Mit dem Titel in der Bundesliga wurde es nicht, denn Leverkusen hat mit 3 Punkten Vorsprung den Titel geholt. Und auch mit dem DFB-Pokalsieg wurde es nicht, denn man hat im Finale wieder gegen Leverkusen den Kürzeren gezogen. In der Champions League war Bayern München ebenfalls nicht erfolgreich. Dort ist man im Viertelfinale gegen Atletico Madrid rausgeflogen, die am Ende auch die Champions League ein weiteres Mal gewinnen konnten. Messi konnte individuell jedoch absolut überzeugen. 33 Tore, 9 Torvorlagen hieß es am Ende der Saison für ihn und er ist hoch auf eine 91. Auch in der 5. Saison bleibt Messi weiterhin bei Bayern München und an dem Team hat sich auch nicht wirklich was verändert. Und zum ersten Mal gehörte Lionel Messi zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or neben seinem Teamkollegen Antony Griezmann und Neymar Jr. Gewonnen hat aber Joao Felix. Im Team des Jahres sind auch absolut fast nur Atletico Madrid Spieler, aber einer ist auch dabei und zwar Lionel Messi. In der Bundesliga hieß es am Ende wieder 2. Platz, denn Leverkusen wurde mal wieder Meister. Im DFB-Pokal ist man leider im Halbfinale knapp gegen Leipzig gescheitert, die dann am Ende auch den Pokal gegen Leverkusen für sich entscheiden konnten. In der Champions League war diesmal auch Frühschluss. Im Achtelfinale hat man gegen Paris Saint-Germain verloren und am Ende hat Chelsea die Champions League gewonnen. Messi war aber auch diese Saison wieder komplett am Durchdrehen. 36 Tore und 6 Torvorlagen sind ihm gelungen und er ist hoch auf eine 93. Auch wenn es mit den Titeln noch nicht so läuft wie erwartet, gibt der Bayern noch eine letzte Chance, um erfolgreich zu werden. An dem Team hat sich nämlich nichts geändert, aber das ist trotzdem mega stark. Auch in diesem Jahr gehörte Messi wieder zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or neben Foden, Vinicius Junior und Vlahovic. Gewonnen hat aber diesmal Phil Foden. Im Team des Jahres sind auch sehr viele Manchester City und Real Madrid Spieler, leider nicht Messi. In dieser Saison war man aber erfolgreich, der erste Platz in der Liga war schon mal sicher und auch den DFB-Pokal konnte man gewinnen. Gegen St. Pauli im Finale. In der Champions League ist man leider im Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen Manchester City gescheitert und am Ende hat Tottenham einfach die Champions League gewonnen. Messi konnte auch in dieser Saison überzeugen, 24 Tore und 14 Torvorlagen sind ihm gelungen und er ist hoch auf eine 94.
Auch wenn Messi im letzten Sommer schon mit Wechselgedanken gespielt hat, haben die zwei Titel ihn überzeugt und er hat Hoffnung, auch mit Bayern die Champions League zu gewinnen. Deswegen bleibt er auch in seiner letzten Karrieresaison bei Bayern und hier im Hintergrund seht ihr das leicht veränderte Team. Und auch in diesem Jahr gehörte Lionel Messi zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or neben Vinicius Jr., Foden und Anthony. Und Messi hat es tatsächlich geschafft, seinen ersten Ballon d'Or zu gewinnen. Hier im Hintergrund seht ihr auch noch das Team des Jahres mit voller Bayern-Spielern gefühlt. Und auch in der Bundesliga war man wieder erfolgreich. Dort ist man mit sehr gutem Vorsprung vor Leverkusen wieder Meister geworden. Im DFB-Pokal gab es aber leider einen Dämpfer im Halbfinale. Dort ist man knapp gegen Köln rausgeflogen und am Ende hat Leverkusen den DFB-Pokal gewonnen. Dafür ist es Messi gelungen, seinen ersten Champions-League-Titel zu gewinnen. Im Finale hat man im Elfmeterschießen gegen Tottenham gewonnen. Lasst ein Abo da, um weitere Spielerkarrieren nicht mehr zu verpassen und selber mitzubestimmen, wen wir machen, und schaut euch gerne auch die alten Spielerkarrieren an.